Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer VfB Lübeck Road to Glory hier in FIFA 21. In der letzten Folge haben wir noch ein Deadline Day Deal fix gemacht. Und zwar kommt Ayegun Tosin für 1,25 Millionen von Zürich zu Lübeck. Und damit haben wir unser Team komplementiert, indem wir jetzt noch einen rechten Mittelfeldspieler geholt haben. Wer ist eigentlich Spieler des Monats geworden? Weil da war auch tatsächlich ein Spieler von uns dabei. Es wurde aber Neudecker dann am Ende. Und zwar war da zur Auswahl unser guter Ersatzstürmer, dessen Namen ich immer noch nicht so ganz drauf habe. Und zwar der gute alte Benja Mina, der ja mit 5 Toren in 3 Spielen eigentlich das auch verdient hätte. Aber ja, ist halt am Ende nichts geworden. Und wir wollen heute gleich reinstarten mit der Jugendmannschaft und dort uns erstmal unsere aktuelle angucken. Und im weiteren Verlauf dann natürlich auch den neuen Bericht. Wir sehen, dass wir einen Keeper haben, Hase, aber gerade mal eine 50, ganz ehrlich, der wird nicht gut genug sein. Obwohl, einen Keeper behalte ich lieber immer noch gern einen in der Hinterhand. Dann haben wir Reznik, der sehr interessant aussieht, lassen wir aber noch ein bisschen hier drin. Ebenso sehr interessant sieht Adesina aus, das sind die beiden, also Reznik und Adesina, das sind die, die von Anfang an hier auch drin waren. Und Tansen, naja, ist jetzt auch nicht gerade der Burner, lassen wir aber einfach mal für den Notfall drin. Wir haben ja nur einen 1-Sterne-Scout, da müssen wir auf jeden Fall in der nahen Zukunft auch mal upgraden, aber aktuell fehlt das Geld dafür. Wir haben ein Transferangebot für Riedel, bei den Jugendspielern war jetzt kein neuer dabei, wird aber abgelehnt, denn den brauchen wir auf jeden Fall noch als Ersatz-Rechtsverteidiger oder auch Ersatz-Rechter Mittelfeldspieler, wo er ja auch bei uns spielt jetzt, aber eben nur noch als Backup. Rechte Mittelfeld-Scout brauchen wir auch erstmal nicht, den können wir rausmachen, denn wir haben ja dort uns nochmal verstärkt. Heute soll es reingehen, das erste Mal in ein selbstgespieltes Heimspiel und dort bietet sich dann an gegen den KSC. Gegen den FCK zu spielen. Zuvor gibt es eine Simulation gegen den SC Werl. Und dann, ja, war es auch schon für diese Folge, denn ich muss das ein bisschen kürzer halten, denn ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, das Ganze vorzuproduzieren. Wie kann man das jetzt hier eigentlich alles einstellen? Abwechselndes Training, okay. Das checke ich noch nicht so ganz, also da muss ich mich auch nochmal reinfuchsen, das alles zur gegebenen Zeit und wir machen jetzt erstmal weiter, indem wir vorsimulieren bis zum Spiel gegen Werl. Reingehen wir also gegen Werl in eine Schnellsimulation, obwohl ne, wir nehmen die normale Simulation, würde ich sagen, das ist dann doch ein bisschen interessanter, das alles sich anzugucken. Größer zurück in der Startelf, Debüt für Tosin, ich bin sehr gespannt, wie das hier heute aussehen wird. Oh, da ist Raede aber zur Stelle. Erster Abschluss gehört Werl in dieser Partie. Sie machen weiter Druck mit der Nummer 18. Außerdem haben sie mit der 13 Jan Jetsch einen sehr guten Torschützen. Der ist oben mit dabei auf jeden Fall gewesen. In der Torschützenliste unter den ersten Spieltagen, das weiß ich. Wie es jetzt aussieht, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wer startet hier erstmal offensiv in die Partie? Wir kommen jetzt auch das erste Mal gut kombiniert und die Flankenmöglichkeit für unseren Rechtsverteidiger für Kircher wird da aber noch abgedrängt. Jetzt der Ball bei Tosin und irgendwie kommt er aufs Tor, aber war jetzt kein gefährlicher Abschluss. Dennoch, wir haben das erste Mal vorne uns vorgestellt. Aber jetzt auf der Gegenseite Fair, Raida gerade so zur Stelle, kann zur Ecke klären. Was macht Fair daraus? Der Aufsteiger, der ja mit uns zusammen aufgestiegen ist aus der Regionalliga. Aber hier können sie nicht sich durchsetzen. Deichmann hat den Ball. Wir beruhigen das Spiel aber lieber erstmal. Zweite Halbzeit läuft mittlerweile. Gute Flanke von Röser, aber keiner nimmt die dann ab in der Mitte. Wir werden, denke ich, gleich das erste Mal wechseln, wenn es eine Gelegenheit dafür gibt. Hoffentlich kein Gegentor. Das wäre eine schlechte Gelegenheit. Jetzt wird es aber brenzlig. Dennoch haben wir es geschafft, den Ball zu behaupten. Und damit können wir jetzt mal wechseln, denn unser Keeper hat den Ball und wir bergen Gramm auf reinbringen für Röser, weil der eigentlich immer ein sehr guter Joker ist. Tosin, ja, der hat noch nicht so viel Spielpraxis, ist halt das Problem. Weiß nicht, ob da vielleicht ein Riegel Sinn machen würde. Ne, ich setze erstmal weiter auf Tosin. Dann bleibt es hier beim einzigen Wechsel erstmal. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, fair, Riesengelegenheit für die Nummer 13 für Jan Cic.
aber er kommt da irgendwie nicht zum Abschluss. Können wir ihn noch dran hindern? Kontergelegenheit über Tosin. Das ist Winzheimer, das ist Deichmann, Deichmann. 1:0 für VfB Lübeck durch Yannick Deichmann. Er macht sein erstes Tor für uns. Sehr, sehr wichtig. Und wir werden dann jetzt nochmal wechseln gleich, sobald der Ball im Aus ist. Rüdiger soll das erste Mal spielen, kommt rein für Härtner. Was? Der kann das so schlecht? Der kann doch hier zweite Position Linksverteidiger. Naja, machen wir trotzdem so. Und wir werden Riedel reinbringen für Tosin, weil, ja, sein Debüt, da muss er jetzt ja noch nicht unbedingt 90 Minuten spielen. Fair lässt das aber nicht auf sich sitzen. Die kommen hier gleich mal nach vorne. Wir machen das aber klasse. Können erstmal klären. Vielleicht sogar der Gegenangriff noch. Na, wird das was? Deichmann. Und jetzt müssen wir mal den Weg nach vorne suchen. Das tun wir super. Winzheimer, Deichmann. Der Abschluss fehlt noch. Tosin noch in der Partie. Und da ist das 2:0 durch Ramav. Unser Joker schlägt zu. Und jetzt ist auch der Wechsel vollzogen. Jetzt sind Rüdiger als auch Riedel in der Partie für die letzten paar Minuten, für die letzten 5 Minuten, um genau zu sein. Schluss aus vorbei, wir gewinnen mit 2:0, da es eine sehr starke Leistung in der zweiten Halbzeit war und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Rein geht es also endlich ins erste Halbfinale Heimspiel für uns. Ich war gerade etwas verwirrt durch den Stadionsprecher im Hintergrund. Ja, endlich geht es rein und wir grüßen tatsächlich von der Tabellenführung im Spiel gegen den Karlsruher SC. Also, die nur auf Platz 8, wir auf Platz 1, punktgleich mit Wehen. Und damit haben wir erstmal sehr, sehr stark bewiesen, was wir hier vorhaben in dieser Saison. Und zwar aufsteigen, wenn es möglich ist. Klar, das ist noch ein langer Weg und wir sollten jetzt uns noch nicht zu viel daraus machen, dass wir jetzt gerade Tabellenführer sind. Aber es sieht schon mal aktuell gut aus und damit kann man doch sehr zufrieden sein. So, und damit gucken wir gleich mal auf unsere Startformation. Wie immer Lukas Raeder im Tor. Die Viererabwehrkette ist auch bekannt. Kircher, Grube, Renault und Härtner. Davor haben wir Okumbova und Boland auf der Doppel-6. Ramav heute über links wieder, Tosin über rechts, Deichmann in der Mitte und ganz vorne natürlich Winzheimer. Ramav wollte spielen und hat das ja auch bewiesen im Spiel gegen Werl mit einem Tor, das er erst drauf hat. Und damit geht es gegen einen Traditionsverein, der hier nicht reingehört, gegen Kaiserslautern. Die sollen mal wieder in die zweite Liga mindestens und das hier ist ihre Aufstellung. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt auch nicht viele kenne. Aber ja, diese Mannschaft, die verändert sich ja von Jahr zu Jahr immer wieder sehr, sehr stark. Und ja, ich hoffe, dass sie in echt bald wieder ganz oben mit dabei sind, aber das sieht aktuell alles nicht so rosig für Kaiserslautern aus. Und damit starten wir jetzt rein hier in diese Partie. Deichmann. Wo läuft Winzheimer? Da läuft Winzheimer. Winzheimer. Ah, leider abseits. Und da bin ich auch zu weit nach außen gegangen. Der Keeper kam nicht weit genug raus, um ihn da zu umkurven. Aber war sowieso abseits, deshalb nicht so wild. Aber das war das erste Mal, dass wir richtig gut uns durchkombiniert haben. Und Deichmann, der ist natürlich ein überragender Spielmacher. Hier wieder ein guter Ball, aber das hat der Verteidiger Rieder da vom 1. FCK natürlich gesehen und den Ball locker runtergenommen. Dennoch machen wir weiter mit Druck, mit Ramav. Der kann ja auch mal eine Flanke reinbringen. Allerdings ist wieder Rieder zur Stelle. Oh, Riesengelegenheit für den FCK. Kaiserslautern führt in Lübeck durch den bulligen Stürmer mit der Nummer 9. Wer auch immer es ist, jetzt sehen wir es, Puri mit dem Tor. Ah, da standen wir hinten nicht gut. Also das haben wir nicht gut verteidigt. Hier wieder so eine Lücke, die sich da immer wieder bildet. Das haben wir gegen Hansa in der letzten Folge schon gehabt. Das haben wir in der Simulation auch schon häufiger gesehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem von uns. Ramav sieht Deichmann starten. Deichmann. Wo ist der Anspielpartner? Da ist Ramav und Spahic darf das erstmal richtig zugreifen. Oh, Riesenfehler von unserem Capitano. Wird bestraft. Oh, 2:0 noch vor der Halbzeit. Wieder Pyré mit dem Tor. Alles, weil unser Capitano da völlig überflüssig den Ball verliert und dann macht der Stürmer das super. Raeda kann nichts mehr tun. Wir liegen mit 2:0 zur Halbzeit zurück. Das ist richtig bitter. Oh, wieder Pyré, aber diesmal war es zum Glück abseits. Sonst wäre es hier das 3:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit gewesen. Also gerade, ja, wir haben jetzt hier in der zweiten Halbzeit noch nicht einmal den Ball gehabt. 5 Minuten Ballbesitz, Fußball vom Feinsten von Kaiserslautern. Der jetzt noch so ein Ballverlust, aber Grube
macht zumindest teilweise seinen Fehler beim 2:0 hier mit diesem Zweikampf wieder gut. Boland sieht Deichmann starten. Deichmann, jetzt muss doch mal was geschehen. Deichmann zieht in die Mitte. Wo ist die Lücke? Da ist sie. Aber es ist nur der Pfosten. Ich war schon bereit zum Jubeln. Weiter geht es. Boland hat den Ball. Wie kommen wir in die Mitte? Das war die falsche Idee. Und somit kein Tor für uns. Oh, jetzt mal die Chance. Ramaf geht ab und der hat doch Tempo. Der hat doch Tempo. Der muss so viel schneller sein als Rieder. Ist er auch. Legt ihn rüber. Nochmal rübergelegt. Und das ist das Tor. Winzheimer macht das Ding. Ball holen. Weiter geht's. Ein Tor brauchen wir noch. Erstes Heimtor, was sie selbst erzielen. Ist zwar schön und gut, aber wir brauchen mindestens noch einen, um hier den Punkt zu holen. Ramaf natürlich super mit seinem Tempo. Deshalb spielt er heute wieder in der Startelf. Und dann ist es gleich mal, der das Ding nochmal durchgibt. Für unseren ja, Goalgetter, für Winzheimer, der sein 6. Tor, glaube ich, schon macht. Gucken wir gleich mal drauf, wie viel es ist. Es ist die Nummer 6 in der Tat im 8. Spiel. Winzheimer, wo geht die Kugel jetzt hin? Zu Ramaf. Ramaf kann wieder reinziehen. Ramaf quergelegt und dann kommt da noch ein Innenverteidiger in höchster Not davor. Eckball, wie machen wir es? Ja, mit Boland als Linksfuß. Vom Tor weg. Viele Ecken hatte ich jetzt noch nicht in diesem Spiel. Die war aber gar nicht so ungefährlich. Nochmal eine Ecke. Vielleicht diesmal doch mal mit dem Rechtsfuß. Haben wir da eine Option? Deichmann, der muss doch sowas können. Der ist doch so ein Techniker hier bei uns. Deichmann jetzt also mit der Flanke, mit der Ecke eher gesagt. Die landet aber direkt beim Keeper. Aber wir machen hier weiter Druck und wollen unbedingt hier den Sieg. Das merkt man. Die ganze Mannschaft möchte das. Deichmann, wieder gut, wie wir das hier machen, aber der Pass ist dann zu eng, um da irgendwie durchzukommen. Kaiserslautern sorgt mal wieder für Entlastung. Da kommen wir jetzt hier gerade nicht gut in die Zweikämpfe. Das ist meistens ein Indiz für ein Gegentor oder für ein hartes Foul, so wie in diesem Fall. Aber der Schiri belässt es hier wohl bei einer Ermahnung. Sehr, sehr glücklich für uns, weil das hätte auch anders ausgehen können. Doppeltorschütze Püree geht raus. Hut kommt dafür in die Partie. Und der schlägt hier gleich mal so ein. Ich glaube, es war der gerade eingewechselte. Ne, es ist Zuck. 3:1. Mann, also wieder ein Standard-Gegentor. Unfassbar bitter. Also den müssen wir doch irgendwie da wegverteidigen können. Also Okumbo, weiß ich, steht da ja mal ganz schlecht, der Mann mit der 20. Hätte sich da einfach mal zum Ball orientieren müssen. Also das ist wirklich sehr, sehr bitter. Bedeutet für uns, wir müssen noch mehr Risiko gehen. Wir werden den zweiten Stürmer bringen, aber Deichmann muss drin bleiben. Wir werden das dann jetzt hier so darstellen mit einem Zehner und mit Boland als einzigen Sechser, wobei der ja eigentlich gar kein Sechser ist. Aber es muss jetzt so gehen, Benjamina kommt in die Partie. Wir brauchen gottverdammt 2 Tore hier noch. Deichmann und jetzt brauchen wir die Lücke unten. Kein Abseits, jawohl, kein Abseits. Härtner, wo ist Ramaf? Da ist er. Ramaf. Abschluss, schmeißt sich einer rein. 15 Minuten noch zu gehen, den Ball haben wir. Tosin, sehr stark. Gut, und Winzheimer. Kriegt er den? Den kriegt er nicht, Mann. Die letzten Minuten laufen und wir kriegen den Ball einfach nicht mehr in Abschlussposition. Unfassbar bitter. Jetzt werden wir auch noch ausgekontert wahrscheinlich. Ja, der Ball über den Capitano hinweg war abseits. Nochmal die letzten Minuten, Röser reinkommen. Scheiß drauf, wir brauchen jetzt hier alle Offensivpower, die geht. Irgendwie noch das Tor zu erzielen, das eine und dann noch ein ganz glückliches, schnelles zweites. Das muss es sein, aber so nicht. So wird das nichts. So gewinnt man auch in der dritten Liga keine Spiele. Es ist heute, ja, es wird wieder einmal gezeigt, die Mannschaft ist noch gar nicht so weit, wie man denkt. So hier zu Hause, ja, am Ende zu verlieren, das ist natürlich bitter. Nochmal die Gelegenheit für uns, auch der Abschluss. Einfach stellt sich da einer in den Weg und dann kommen wir nicht durch. Es ist eine bittere Niederlage, die aber jetzt nicht unverdient ist. Also das kann man jetzt nicht sagen. Kaiserslautern hat hier sehr, sehr stark gespielt, hat das auch verdient, dass sie hier am Ende des Tages gewinnen. Das Ganze war abseits und damit ist es das gewesen für diese Partie. Es ist eine erneute Niederlage im selbstgespielten Spiel. Das wurmt mich natürlich selbst auch besonders. 3:1 geht es also aus am Ende. Und damit wird die Tabellenführung erstmal wieder futsch sein. Das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir hier raus jetzt neue Kraft ziehen und in der nächsten Folge dann wieder auf die Siegerstraße kommen.
Ja, also es ist natürlich jetzt alles ein bisschen bitter, diese Niederlage. Wir haben jetzt hier einen Kommentar von Gomert, unserem dritten Keeper. Hey Boss, es tut mir leid, dass ich dieses Thema ansprechen muss, aber mein Vertrag läuft bald aus und ich brauche Planungssicherheit für die Zukunft, da die Sache hier in Stocken geraten ist, sollte ich mich vielleicht nach einem anderen Club umsehen. Wenn man hier nicht mich hier nicht mehr will, dann gehe ich halt. Nein, 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 der soll auf jeden Fall bleiben, denk gründlich darüber nach. Sagen wir erstmal, wir werden mit ihm auf jeden Fall den Vertrag verlängern. Ramov soll weiter so machen, der gefällt mir richtig gut, wird ab jetzt auch immer Startelf spielen. Und dann werden wir jetzt hier nochmal fix den Vertrag zum Ende der Folge mit unserem dritten Keeper Ramov verlängern. Der hat sich jetzt selbst schon auf die Transferliste gesetzt, aber wir können dennoch mit ihm hier noch über den Vertrag reden. Ist ja schon 35, aber ein weiteres Jahr will er wohl noch ranhängen und dann soll er das sehr, sehr gerne bei uns tun. Man kann ihm jetzt auch sagen, keine Verlängerung. Ah, das ist cool. Das ist cool. Man kann jetzt auch Verträge nur nach dem Budget anpassen. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt möchte er hier keine Verlängerung. Was soll das denn jetzt heißen? Also, das ist ja mal komplett lost. Ein Jahr können wir das wenigstens machen. Das würde gehen, aber das bringt uns doch jetzt nichts, oder? Werden wir ausprobieren. Also wenn wir am Ende Benjamin Gomert verlieren, dann ja, wird es so sein. Aber ja, keine Ahnung. 500 € soll er noch die Woche bekommen. Von mir aus sehr, sehr gerne. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das seinen Vertrag jetzt verlängert hat. Gucken wir mal nach. Doch, hat es tatsächlich. Also, das ist jetzt wohl geändert worden. Wenn man jetzt ein Jahr macht, heißt das, er kriegt auch wirklich ein Jahr obendrauf. Das war ja in FIFA 20 beispielsweise noch anders. Und somit haben wir jetzt seinen Vertrag auch verlängert. Damit haben wir gar keine Verträge, die im nächsten Sommer auslaufen. Und damit war es das für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und zwar erstmal Simulation, denke ich, hier gegen die Jungs aus Bayern. Und dann werden wir, ja, obwohl gegen die wäre schon lustig zu spielen. Nee, wir spielen gegen Uerdingen, gegen den nächsten Traditionsverein. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sind tatsächlich immer noch Erster, punktgleich mit Viktoria, aber wen kann noch anderen so beiziehen? Und damit, ja, starten wir in der nächsten Folge wieder voll durch. Ja, vielleicht spielen wir doch gegen Türkgücü, weil die sind einfach Vierter. Würden wir, ja, doch, dann spielen wir gegen die. Also das dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und ciao.